Okay, ich bin wieder, online. Wollt ihr nicht die Aufnahmen mal überprüfen? Warum? Alles gut. Damit ich mir das Geheule nächste Woche nicht anhören muss. Ach. Das hat doch schon Tradition. Au! Ich war letztes Mal, jetzt seid ihr. Aua! Gut, dann fange ich an. Moin! Wir spielen Golf is Your Friends mit Nils und Jens. Und Jens! Und Jens! Und wir gehen jetzt in die Wüste. Achso, ich muss Start drücken. Ja. Das ist mein Part, wie immer. Auf das den Punkt vorbereitet. Den können wir leider nicht tauschen. Du musst aber auch Start drücken. Nein. Du warst die ganze Zeit nicht grün. Ja, hallo, mein Internet, ich habe doch neues Internet, das ist nicht so schnell. Achso, da sind die... Aber das funktioniert wieder? Nein, das war ja in der Firma, was nicht funktioniert hat. Ah ja, stimmt ja, stimmt ja. So 1,5 Tage komplett offline. Total super. Oh, das war etwas zu schnell. Das ist ja nicht unpraktisch. Was hast du für ein Internet zu Hause? Magenta, frag mich nicht. Okay. Wir wollten nicht wissen, welche Farbe. Yellowstrom ist Pisse. Das stand irgendwo in Marburg, ne? Ja, genau, das haben wir. 50 up, nee, Quatsch. 10 up, 50 down. Das ja, heißt, ich kann jetzt hier sehr bequem 720p mit 6 Megabit streamen und habe immer noch genug Luft. Das ist sehr gut. Nein! Ach, ich bin doch ein Hirsch. Oh, Himmel, Arschen zugenäht. Aber was halt wirklich ätzend ist, sind diese Folgen... Oh, das kann doch nicht sein! Diese Folgen bei YouTube hochzuladen, das dauert halt irgendwie 40 Minuten. Und ich habe 15 Mbit berghoch. Was, ach so, du hast ja so Riesenfolgen. Also das sind 720p, mittlerweile sind es bei mir nur noch 20 Minuten. Okay, nee, bei mir sind das immer so 3-4 Gigabyte. Aber ich lade ja nichts 720p, hallo, wir haben 2017. Ja, ich habe aber, ich hatte den Monitor schon mal erwähnt, ne? Ja, wer macht schon 4K hier? Yes, 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 nein, nein. Yes, yes. Oh. Yes. Nein, nein. Yes. Oh Mann, das kann doch nicht wahr sein. Ich habe zwar lang gebraucht, aber so zeitlich gesehen. Es gibt da, ich habe einen ganz schönen Monitor gesehen in einem Büro von meinem Arbeitskollegen. Fuck. So HP. 27 Zoll und ein ganz, ganz dünner Rand. Ist und aber noch nicht 4K. Seite einzeln ausgedruckt. Ja, der druckt irgendwie mit 30 Frames pro Minute. Ja, also ich hatte auch Kollegen, die sowas gerne hätten und wir kaufen halt traditionell, wir hatten Aizo und haben jetzt die neuen sind alle HP. Aizo ist ja auch eigentlich ganz gut gewesen. Die sind auch echt cool. Also das sind halt diese 1680 mal irgendwas krumm Auflösungsteile, gerade noch. Problem ist, die Grafikkarten, die in unseren Workstations drin sind, können halt kein 4K. Wie zockt ihr denn auf der Arbeit? Schlecht. Ich weiß gar nicht, ich glaube, meine Grafikkarte könnte 4K. Jens, kann meine Grafikkarte 4K? Sollte sie können, ja. Cool. Aber gerade so. Wie gerade so? Du hast eine Ti-Dings da, oder? Eine 89 Ti. Ja, dann kann die 4K. Ja. Heute? Nee, nicht heute. Doch, heute habe ich aber einen Grafiktreiber installiert. Es gibt nämlich neue Nvidia-Grafikkarten-Treiber für macOS, die dann die neue Titan XP supporten. Und das ist eben die Pascal-Architektur, auf der die 1000er-Reihe basiert. 1060, 1070, 1080. Ich würde auf Turbo Pascal warten. Schneller. Yes. Es wird doch dann eh von Delphi abgelöst. Apropos Delphi. Oh, das wird nichts mehr hier. ich sag mal so, ihr seid ein bisschen fast unterwegs gerade. Ich hab dich nicht verstanden, ich war gerade am Husten. Das war zu fest. Sag doch nicht sowas. Mach mal weniger. Guck mal, der Jens hat's geschafft. Ah ja. Weniger machen konnte ich schon immer gut.
Wie hier, jetzt steht da oben links ja Early Access im Bild. Siehst du, ich mache weniger und es funktioniert. Das stimmt, und du hast aber nur noch 15 Sekunden, ne? Framerate drüber geprügelt ist. Ach, da wo... Gut, dass ich da mein Video drüber gelegt habe, dann sieht's keiner. Super. Nee, ich habe mein Video über die Zeit übergelegt oben, meine Face-Kamera, weil dann wird's spannend. Dann gibt's irgendwann einen Sudden Death. Ihr könnt ja auch die Kamera hin und her bewegen, also quasi. Ich kann auch meinen Kopf hin und her bewegen. Ach so, meinst du das? Ja, ich meine, dass du die Kamera an verschiedene Kanten wirst. Und dann ist sie kaputt. Also diese Musik hat ja was Osmanisches. Warum nur? Ja, hätten sie mal eine Resolution, wa? Was? Du meinst... Eine Abstimmung. Auflösung. Ach, das ist doch hier... Nee, jetzt musst du ein bisschen mehr machen. Fällt gerade auf, dass die Hardware, die wir da bespaßen, mehr Auflösung kann als unsere Workstations. Was habt ihr denn für Workstation? Ach, ihr müsst ja keine Grafikpower machen, da sind das so Matrox-Dinger, oder? Ich habe mal eine Frage, wenn man... Das Äquivalent von NVIDIA, diese NVS-Teile halt. Die können halt zwei können halt zwei Monitore in Full HD und das war's. Ja, das also, ja. Aber warum? Ja, Jens, du hattest die Frage. Jens? Ist vorbei. Das war jetzt ein bisschen blöd von mir. Oh, das kann nicht sein. Nicht dahin. Du bist im falschen Loch, Jens. That was she said. Du warst im richtigen Loch, Jens. Ja. That's what he said. Ah. Bam. Ich war so grandios schlecht. Ach ne, ihr wart auch grandios schlecht. Ich wundere mich schon, warum ich so weit vorne bin. Ich weiß nicht, wie das genau ging. Nein! Ich auch so nicht. Mehr. Das war. Ach, krass. Genau auf die Kante. Krass, ey. Schief. So, mittlerweile ist mein Baguette zu Ende. Wir haben so viele Schoko-Osterhasen. Das Coole ist ja, wenn du ein Kind hast, dann sammeln sich Schoko-Osterhasen bei dir. Nein. Doch? Nein. Nein! Wieso, du hast kein Kind? Ja, aber ich war mal ein Kind. Meine Eltern hatten nie Schoko-Osterhasen länger. Ja, länger, genau. Was? Mein Kind hat auch keine Schoko-Osterhasen länger. Aber das ist auch nicht das, was ich sagte. Das ist dann wahrscheinlich so wie eine Bekannte von mir, die schrieb, wir suchen jetzt eine halbe Stunde den Osterhasen, den der Kleine verloren hat. Ich werde ihm nicht sagen, dass ich ihn gegessen habe. Wir haben so eine Plüschfigur. Und wir waren ja gegessen. Nee, wir waren bei Steffis Mama. Und wir haben dann abends den Osterhasen gesucht, ihre Kuschelfigur, weil sie damit nicht einschlafen kann. Und wir haben den eine Dreiviertelstunde gesucht und nicht gefunden, bis Steffi auf die Idee kam, in der Waschmaschine zu gucken. Weil Fine hat ihn dann halt in die Waschmaschine getroppt, hatte dann aber relativ bald vergessen, dass sie ihn in die Waschmaschine gesteckt hat. Und dann hast du abends so eine Sirene da, die sich nicht mehr beruhigt. Das ist schon wirklich anstrengend. Jawohl! Irgendwann muss ich das ja mal lernen, ne? Ja, aber es ist irgendwie kein besonders cooles Setting, wenn du müde bist und Kind will nicht schlafen, weil schrei und Oma steht schon im Raum. Was ist denn los? Nachbarn klingeln im Takt. Kann man sich mal in Ruhe sein Kind hier verprügeln? Ja, das ist unser Einschlafritual. Nein! Ich bin rausgefallen. No. Wie damals aus der Krippe bei der Schulselektion, ob ich aufs Gymnasium gehen darf. Achso, ich dachte bei der darwinischen natürlichen.
Guck mal, jetzt hast du es doch. Es ist auch so gut ja, wie drin. So gut wie drin noch nicht. Außerdem hast du die Hälfte der Schläge von uns, so Pi mal Daumen. Nein, das stimmt ja gar nicht. Ja, okay. Wie ging das nochmal? Ich würde hoch machen. Ja, ne? So, und jetzt einfach rüber. Punk! Hi, der Witzka! So ging das, und wenn du dann drunter fällst, gehe ich gerade, ist richtig scheiße. Du meinst genau so? Es ist zum Heulen. Nur der, nur der andere Jens hat es wieder hingekriegt. Ja, weil ich nicht auf euch gehört habe. Und ich werde hier bestraft. Weil du nicht auf uns gehört hast. Nein! Doppelbocke. Doppelbocke. Ah, ich bin drauf und dran, mir ein Auto zu kaufen. Habe ich erwähnt? Nee, habe ich nicht erwähnt. Im Offline-Bereich hattest du das erwähnt. Ja. Hast du denn eine Vorstellung, was für ein Auto? Ja. Ferrari. Nein. Ein Kombi. Ferrari baut keine Kombi. Nee, eben nichts Billiges. Noch nicht. Ich dachte mir, wenn schon scheiße, dann mit Schwung. Audi RS4 Avant wäre ganz nett. Mhm. Und dann habe ich geguckt, was das Ding in der Versicherung kostet. Nee, Versicherung ist gar nicht so teuer. Doch, du Versicherung weißt, ist teuer. Versicherung vergleichen kann. Werbung. Ja, die machen Werbung mit Mario Barth. Nee, so ein Audi RS4 wäre von... Mir ist nämlich jetzt im Gebirge aufgefallen, wir waren ja in Polen unterwegs und da musst du halt ständig rumschalten. Wir sind... Polen unterwegs. Im Polo. Und da musst du, dann hast du irgendwie so eine Gebirgsstraße und da musst du zurück... Genau, Obersalzberg. Wir waren auf dem Obersalzberg bei Herrn Hitler. Mhm. Ja, und dann fährst du da im zweiten Gang hoch. Weil im dritten säuft das Auto ab. Und dann denke ich mir so, ja, nee, 400 PS wären halt schon geiler. Und da habe ich mir gedacht so, Aber es spricht relativ viel dagegen. Nicht nur der Anschaffungspreis, sondern eben die Versicherung und der durchschnittliche Verbrauch von 13,5 Liter Super Plus. Ja, also wenn du damit auch Familienkutsche machen möchtest, dann ist dann fast Dieselpflicht. Nee, Diesel würde ich mir nie kaufen. Sie reden ja gerade darüber, Fahrverbote für Diesel in Städten. Und sorry, das geht gar nicht. Das wird nicht funktionieren. Keine Ahnung, ich will aber kein Diesel. Also, nee, vor dem Hintergrund. Ach, ich mag eigentlich Diesel, aber... Nein! Oh, Jens, das war mein Ohr. Sanft, bitte. Nein! Nein! Und ein Audi RS4? RS4, ja, ist schon schön. Ja, ich habe jetzt am Wochenende ein neues Auto vom Kollegen gesehen. Das ist ein... Shit. Der funktioniert so nicht. Golf. Yes! Yes! Irgend so ein Sportgolf. Mhm. GTI heißt der. Nee, nicht GTI. GTD? GT? Nee, warte. Irgendein Golf-Kombi. Aber auf, mit neuen Namen. Passat? Weil, ja, nee, kein Passat. Keine Ahnung. Irgendein Golf. Ion. Es gibt ein Ion. Jetta? Es nee, gibt nee, nee. Es ist eine Golf-Variante auf alle Fälle. Polo. Golf Plus oder so. Keine Golf Ahnung, Plus ist ein großer, das ist ein etwas höherer. So ein Rentnerauto, mein Opa hat sowas. Ja, genau. Und da gibt es halt dasselbe Ding, nur mit einem anderen Namen, was dann eher an Familienväter wohl. Sowas wie Charan. So diese Richtung. Nee. Es ist wirklich eher der. Es ist wirklich der Plus. Ich bin so doof. Anderen Namen. Ja. Scheiße. Und den hat er sich geholt. Ein anderer hat sich jetzt einen Passat geholt, den habe ich am Wochenende, aber habe ich am Freitag, nee, Donnerstag da hingefahren. Donnerstag habe ich fast 400 Kilometer auf der Autobahn verbracht. Ich glaube, ich werde zumindest diese Bahn nicht abschließen, sorry. Ja, doch, das machst du jetzt mit einem Schlag. Na klar. Ja, so nicht. Ja. Aber du führst trotzdem noch mit 10 Punkten oder 20 Punkten, je nachdem, wie man sehen möchte. Ah, das ist doch euer. Das ist doch. Es gibt noch den Cross-Golf.
Ja, aber wieso erzählst du mir das, Jens? Soll ich mir jetzt einen Golf kaufen? Na. Warum? So ein schöner GTI? Ja, ach nee. Nein. Irgendwas Vernünftiges. Ja, das hier, sag ich doch. Ja, das ist ja auch so ein Prolo-Auto. Ja, nee, ja, nee, ja, nee, Prolo nicht. Aber es ist halt nicht vernünftig. Aber das vernünftig will ich aber auch nicht sein, weißt du? Du erinnerst dich nicht an Leute, die vernünftig sind. Du erinnerst dich nur an Leute, die irgendwie komische Dinge tun. Naja. Oh, der war sein Leben lang so vernünftig. Das war ein richtig klasse Typ. Hab ich noch nie gehört, sorry. Der ist aber dumm draufgegangen. Ja, und das Schöne am es ist ja quasi ein A4. Der ist nicht zu groß, den kannst du halt auch in der Stadt fahren und es ist ein Kombi, das heißt, du kriegst ein bisschen was rein. Weil was wir jetzt gemerkt haben, im Polo mit einem Kind, mit dem zweiten Kind ist das Auto einfach zu klein. Du weißt, dass du die Kinder auch außen drauf schrauben kannst. Bis jetzt nicht, danke Jens. Dafür gibt es so Dachträgerboxen, dann sind die auch wettergeschützt und machen keinen Kratzer in Lack. Sogenannte Kids Space. Fällt mir ein, ich bin lange nicht mehr als Babysitter eingesetzt worden. Komisch. Dabei finden Kinder mich immer total lustig. Ja, das glaube ich tatsächlich. Nein! Ach, Dreck. Boah, sind diese Flammen schlecht gemacht. Als könntest du das nicht. Nein, nicht schon wieder raus! Nee, aber das ist doch wie Legend of Zelda und ich meine die Super Nintendo-Ausgabe. Wenn ihr da mal drin seid, da oben diese Flammen in diesem Feuer. Achso, du meinst diese vier Bilder, die abwechselnd angezeigt werden. Das sieht doch aus wie Super Nintendo Zelda, oder? Keine Ahnung. Jetzt bist du wieder weiter weg. Ich habe nie Zelda gespielt. Ich würde gegen. Grafikfehler. Ich würde gerne gegen euch Super Mario Kart spielen. Wir müssen irgendwie ein Spiel mit mehr Action, wo wir uns gegenseitig wehtun können. Das wäre ganz lustig. Minigolf live. Ja, gerne. Ja, zumindest haben wir da jetzt genug. Ja, jedenfalls habe ich das Auto Steffi gezeigt und die meinte, aha. Und meine Mutter meinte, bist du bescheuert? Und jetzt bin ich ein bisschen verunsichert. Das wäre auch kein Auto, was ich kaufen würde. Was würde... Ja, davon abgesehen, dass ich mir, glaube ich, an dir kein Beispiel nehmen würde. Was würdest du kaufen? Also normalerweise... Und warum würdest du es nicht kaufen? Weil der Fahrertyp für ein Audi nicht so ganz mir entspricht. Weil ich Anstand und Benehmen habe. Ich würde mir eher was in der Volvo-Richtung holen. Ach so, okay. Mhm. Ich assoziierte gerade mit Audi-Fahrer nicht diesen unhöflichen Prolo. Das ist eher so der BMW-Typ, finde ich. Nee, die Leute sind vom BMW alle auf Audi gewechselt. Mhm. Okay. BMW kann man mittlerweile sehr gut fahren. Ja, ich finde die auch teilweise hübsch. Was ich im Moment überhaupt nicht hübsch finde, sind die neuen Mercedes-Modelle. Mercedes würde ich mir jetzt nicht kaufen. Boah, dieser gruselige die A-Klasse in der Sportausgabe mit diesem Heckspoiler und den orangenen Felgen. Die habe ich jetzt in Plin gesehen, irgendwie olivgrün. Das fand ich richtig schick eigentlich. Aber ich mag den Mercedes innen nicht. Ich habe letztens eine Mercedes A-Klasse gefahren von, was waren das? Nicht Car2Go? Doch, Car2Go. Die haben auch Mercedes A-Klassen teilweise. Und das wirkt so billig, das Ding von innen. Und dann dieser blöde Bildschirm, der da einfach hochsteht, wie so ein Fernseher, den du mitten in die Wohnung gestellt hast. Echt? Das sind aber nicht die einzigen. Da gibt es noch, also Peugeot macht sowas, Nissan hat das. Das ist der neueste heiße Scheiß, weil... Tesla sowas hat. Nee. Links oder rechts, sorry? Links, ne? Ich weiß es nicht mehr. Weil... Da kannst du dir, da sparst du dir die Schächte. Da kannst du nämlich den Scheiß in einen Dienstschacht bauen. Und hast trotzdem ein großes Display. Aber das sieht halt leider nicht gut aus. Und ich kaufe mein Auto, also ich finde, wenn ich mir ein Auto kaufe, mein Vater und seine Frau waren halt auch in Prien jetzt am Wochenende und die meinten dann, ja, guck mal hier, ein Seat Octavia.
Da denke ich so, mhm, danke. Das ist sehr ein funktionelles Auto. Genau, Skoda. Das ist ein funktionelles Octavia. Auto. Ja, okay, Skoda Octavia. Oder dann war es ein Seat Alhambra oder wie die Scheiße auch heißt. Es ist mir Latte, er gefällt mir halt nicht. Und wenn ich mir schon ein Auto kaufe, dann, ich habe mein Leben lang habe ich immer praktische Autos gefahren, weil mein Großvater immer sagt, hier, der ist praktisch, der ist zuverlässig. So kam ich dann zum Opel Kadett und dann zum Dionexia. Hör mir auf, ich habe genug gelitten in meinem Leben. Ich will jetzt mal ein das schönes sind, Auto. Das sind beides Kadetts. Ich weiß. Ich bin die Dinger gefahren. Mein ja nur. Und irgendwie, ich will nicht mehr vernünftig sein. Gut, das muss jetzt, du musst jetzt keine 420 PS im Kombi haben. Sehe ich auch ein. Aber der Kopf ist halt schon geiler. Also ich würde mir jetzt kein Fahrzeug holen unter 100 kW, also 120 PS. Weil ich fahre momentan 80 PS Corsa. Ja. So. Der Ding, ich bin mir auch schon zugenäht. Dummes Tricks. Aber es macht keinen Spaß und auf der Autobahn bist du mehr Hindernis, als dass du irgendwie den Verkehr unterstützen würdest. Ja, und vor allem diese neuen Autos sind auch so schwer. Ja. Meine Mutter hat einen relativ neuen Tiguan von VW. Opel? Nee, Opel ist das? Nee, VW Tiguan. Nein, VW. Ach, ich verwechsel das mit irgendwas. Und die hat eine 2-Liter Turbo-Dieselmaschine. Und also das ist so ein ist kein SUV, aber es ist so doch ein SUV eigentlich. Ne? Ist etwas höher, weil meine Mutter jetzt nicht mehr so gelenkig ist und die sagt, na, ich will da vernünftig einsteigen können und das ist halt der Grund. Mhm. Und die hat eine 2-Liter TDI-Maschine und ich glaube, die hat etwas um die 200 PS. Und wir hatten das Auto zwischen den Jahren halt. Und wenn ich so denke, ja, 200 PS, der geht wie Schmitz Katze. Ja, vergiss es. Mit dem kannst du zügig fahren. Also der ist nicht untermotorisiert, aber das ist auch weit weg von einem Sportwagen. Rechts rum. Ja, ne? This was a service announcement. Ja. Ah, Jens ist links rum. Nee, Jens ist hinter uns. Der hat noch nicht fest genug geschlagen. Ja, ich habe halt keine Frau, deshalb weiß ich nicht, wie das geht. Du, ich glaube, da gibt es willfährige Männer, die sich da zur Verfügung stellen würden. Es gibt auch Frauen, denen du dafür Geld bezahlen kannst, glaube ich. Oder ich mache das lieber alles ganz alleine. Ich nehme mir gleich ein Brett und hau mir das Dreifach über den Kopf. Ich gehe gleich in den Keller zu meinem... Zu meiner Werkbank. Wie heißt das denn genau? Zu meiner Werkbank mit der... Wie heißt dieses hast du, Quetschding, hast du da so ein großes die aus Metall? Rad dran? das große Rad baue ich noch. Es gibt dann meine Werkbank-Schraubzwinge. Schraubzwinge, genau. Ja, wir sind durch. Juhu! Das war eine knappe Kiste auf dem zweiten Platz. Das ist richtig, das ist ein Unentschieden. Ja. Unser erstes Unentschieden. Gewonnen. Total cool. Cool. Ich habe trotzdem gewonnen. Ich war zuerst da. Ich hatte zuerst 110 Schläge. Ich stehe ganz unten. Und ganz unten ist der Siegerplatz. Der mit den meisten Punkten. Wo ich stand bin, ganz unten. Ist unten. Genau, wo ich bin, ist zuletzt. Herzlichen Dank fürs Einschalten, weil der Jens das nicht macht. Mache ich das jetzt? Richtig, ich muss ja noch abmoderieren. Ja. Aber was Nils sagt. Bis morgen. Oder übermorgen. Oder danach. Bis zum nächsten Mal. Ciao mit V. Oh ja. Ich muss mir auch unbedingt mal eine neue Abschlussformel. Wie wär's mit Tschüss mit Üs? Ja, Tschüss mit Ü. Oder Bye mit Ei. Passt zu Ostern. Ach Mist, die Folgen für Ostern sind schon alle produziert. Ich hab ja tatsächlich schon vorproduziert No Man's Sky. Bis Mitte Mai. Obwohl ich ja diese 8 Folgen verloren habe. Bin ganz happy. Aber ich bin tatsächlich jetzt an einem Punkt. Mir hat jetzt jemand gesagt in den Kommentaren, man merkt, dass du keinen Bock hast, voll langweilig dir zuzugucken. Ja. Hat er recht. Und ich bin so ein bisschen... Aber ich habe wieder einen neuen Abonnenten. Und deshalb denke ich mir, wenn ich jetzt wieder aufhöre, der hat vielleicht nur abonniert wegen des Spiels. Du bist übrigens auch nicht der mit den meisten Folgen. Es gibt noch einen, der ist gerade bei Folge 300 irgendwas. Der kann mich mal. Ja, überholen.
Was total seltsam ist, Twitch ist abgestürzt, also mein Stream läuft nicht mehr. Aber schon sehr, sehr früh. Du guckst dir deinen eigenen Stream an? Ja, Kontrolle. Kontrolle, Kontrolle ist besser als Nachtrolle. Nee. Vorsicht ist besser als Kontrolle.